Ich kann ja erzählen. Das ist die Kamera, die ist nicht so richtig eingestellt. Ich glaube, ich muss mir so geiler Schnorris machen. So. Voll, jawohl. Ah, das ist sausteil. Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, du hattest bis jetzt ein schönes Wochenende. Heute gibt es mal wieder eine Folge Tipps. Und der heutige Tipp ist von einem von euch. Ich muss gerade einmal kurz schauen. Der heutige Tipp ist vom lieben Markus. Markus, vielen lieben Dank für deine E-Mail. Und der hat mich auf den Micha, der Holzbastler, also den Holzbastler hingewiesen. Der hat da nämlich einen richtig guten Tipp. Genau aus diesem Grund finde ich dieses Format so genial. Denn diesen heutigen Tipp kenne ich auch nicht. Und zwar kennen es bestimmt viele von euch. Ihr habt hier ein Stück Multiplex und möchtet genau auf die Kante eine Gärung schneiden. Wie macht man das? So habe ich es bis jetzt immer getan. Ich stelle einfach das Blatt auf 45 Grad. Meine Kreissäge neigt sich nach rechts. Und habe dann einfach das Ding beigestellt, also den Anschlag beigestellt, bis das irgendwie gepasst hat. Das geht aber viel besser und ich zeige dir jetzt, wie das geht. Als erstes müssen wir dafür unser Blatt wieder hochdrehen. Nicht hochdrehen, auf 0 Grad bzw. 90 Grad stellen. Übrigens, es gibt ein neues Video, da zeige ich euch mal meine komplette Tischkreissäge mit allen Macken und Feinheiten. Ich weiß nicht, ich bin gerade im Urlaub, das könnte schon draußen sein. Wenn es noch nicht draußen ist, schaut bald mal auf meinem Kanal vorbei. Hier haben wir unser schönes Multiplex-Brett und in dieses möchten wir eine Gärung genau auf die Kante schneiden. Das bedeutet, dass wir genau hier auf die Kante eine Gärung schneiden. Dafür hole ich mir jetzt einfach das Brett, lege das an den Anschlag und schiebe das so nah ran, bis es am Sägezahn vom Sägeblatt anliegt. Das liegt an. Ich kann den Anschlag jetzt feststellen. Und jetzt müssen wir eigentlich nicht mehr viel machen. Jetzt müssen wir das Sägeblatt wieder auf unseren gewünschten Winkel, in dem Fall 45 Grad, neigen und können einen Schnitt machen. Ich werde die Kreissäge jetzt mal einschalten. Ich habe das Brett hier extra nicht ganz durchgeschnitten, damit ihr seht, wie wir hier auf der Kante schön sitzen. Aber jetzt seht ihr, dass wir hier ziemlich genau eine 45 Grad Phase an das Brett schneiden konnten. Ein wirklich, wirklich geiler Tipp. Wenn du einen Tipp an mich hast, sag mal das so, wenn du einen Tipp für mich hast, dann schreib mir ganz, ganz gerne eine Mail. Ich blende dir hier unten mal eine E-Mail-Adresse ein. Und an die kannst du mir wirklich sehr gerne eine Mail schreiben. Ich freue mich jetzt schon auf deine Nachricht. Und eine kleine Kleinigkeit. Mein Sägeblatt schwenkt sich ja nach rechts. Eure Säge schwenkt vielleicht in die andere Richtung. Und damit ihr da auch nochmal gezeigt bekommt, wie man das Ganze einstellen kann, ihr wisst es wahrscheinlich selbst schon, verlinke ich euch mal das Video von Micha, vom Holzbastler. Und der kann euch dann erklären, wie das in die andere Richtung geht. Vielen lieben Dank für die Nachricht nochmal. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob du diesen Tipp bereits kanntest. Ich denke mal, die Schreiner unter euch wussten das bestimmt schon. Ich wusste es noch nicht und bin deswegen super dankbar für diesen coolen Tipp. Ich wünsche dir jetzt mal einen schönen Tag. Ich bin jetzt irgendwo in Frankreich, Spanien oder Portugal und sage bis zum nächsten Video mal ciao. Ciao.